Nummer 6. Was? Jonas und der Wal. Ja, das ist die Stelle. Sie haben ein Leck verbunden mit Wassereinbruch. Ich glaube, da ist die ganze Konstruktion im Eimer. Wir müssen das Stück dicht machen, sonst verlieren wir den ganzen Komplex. Die Schotten schließen. Schließen! Die schließen automatisch. Sie werden sofort zugehen. Hier ist die Bestätigung. Jetzt. Keine Panik, bitte. Verhalten Sie sich ganz ruhig. Keinem von Ihnen wird irgendwas geschehen. Das einzige Problem ist der Sauerstoff. Wir müssen mit dem auskommen, was wir hier in der Zelle haben. Wenn Sie sich aufregen, verbrauchen wir mehr Sauerstoff. Also bitte ganz ruhig. Hey, Mike. Ja? Das war das letzte Stück. Wir können mit den Ausbesserungsteilen jetzt raus. Gut. Nehmt euch für die Arbeiten Werkstattboot 1. In Ordnung. Hallo. Wie lange dauert das noch, mein Schatz? Das weiß ich nicht. Liebling, erst müssen wir die Ersatzteile hintransportieren und dann müssen wir die Ersatzteile in den Scheißgang reinschweißen. Können wir die Leute rausholen? Nein, erst müssen wir die Kammern wieder abdichten und unter Druck setzen. Erst dann können die Leute ohne Probleme nach oben kommen. Hey, geht vorsichtig mit den Sachen um, die sind empfindlich. Ja, nun mach dich um Gottes Willen nicht verrückt. Du hast gemacht, was du tun konntest. Komm rein, Schatz. Hör zu. Ich habe mal nachgedacht. Vielleicht mögen sie auch in Venezuela ein paar zahme Delfine. War das dein Ernst? Ja. Ich denke, ich gebe noch mal nach. Aber nächstes Jahr sei ich... Ich habe auch mal nachgedacht. Ich liebe dich. Herr Mr. Glass, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Wir würden gerne ein paar Fragen an Sie. Bitte, bitte, lassen Sie mich sprechen. Ich bitte Sie, Ladies und Gentlemen, bitte. Also gut, heute am späten Nachmittag gab es infolge eines kleinen technischen Fehlers einen Druckausfall in einem der Unterwassertunnels. Wie Sie wissen, einer der Hauptattraktionen dieses Naturparks. Wir gehen davon aus, dass sich noch etwa 30 bis 40 Personen in den wasser- und drucksicheren Kammern unseres Systems befinden. Die Leute da unten sind zwar gefangen, aber sie sind in einer guten Verfassung. Mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln wird versucht, diese eingeschlossenen Menschen zu befreien. Leider sind bei den Vorkommnissen am Strand 7 Menschen verletzt worden. Das wär's dann erstmal. Ich melde mich nachher. Sollte sich irgendwas Neues ergeben, lasse ich Sie wissen. Danke. Ich bedauere, dass Sie das so sehen. Mehr kann ich nicht sagen. Thank you.